Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Vlog von mir. Ja, ich habe gesagt im letzten Vlog, ich habe den Streuer hergerichtet. Und ja, ihr wisst ja, den Routina-Streuer, den ich von meinem Bekannten gehabt habe. Ich habe mir ein bisschen Mühe und Zeit gemacht und habe das Ding wieder hergerichtet. Und den habe ich euch das letzte Mal vorenthalten, habe ich gesagt, das kommt noch. Ja, und es bietet sich jetzt gerade an. Das Wetter passt, es soll jetzt, ich glaube, heute Nachmittag oder heute Abend soll es das Ringen anfangen. Dann soll es einmal eine Woche ein wenig durchringen. Mal gucken, ob es stimmt, schön wäre es. Könnt jetzt die Natur gebrauchen. Ich habe den Streuer gestern Abend schon im Einsatz gehabt. Hätte aber das Film auch nichts mehr gebracht, da war schon einfach zu finster. Aber es war windstill, weil gestern war es den ganzen Tag recht windig. Und abends ist es dann besser geworden, habe ich gedacht, dann nutzt die Gelegenheit. Dann habe ich den restlichen KASCO ausgebracht. War doch nicht mehr so viel, wie ich gedacht habe. Das waren noch, ich glaube, 140 Kilo. Also doch nicht so viel, wie ich eigentlich erwartet habe. Oder ja, geschätzt habe. Und ja, der ist da oben drauf gekommen. Da unten auf die Wiesen gekommen. Und Adal da unten mit auf dem Feld. Genau. Jo, und jetzt, weil ich so, gestern habe ich den ausgebracht. Jetzt werdet ihr denken, ja, und was bringt der dann aus? Ja, ihr habt es da schon gesehen. Da steht ein Big Bag. Und der Düngerstreuer ist schon befüllt mit so grünlich-gelblichem Zeug. Was ist das? Ja, ich habe einmal ausgerechnet, irgendwo habe ich den Schmierzettel noch. Ach, da ist er doch. Was ich noch an Dünger brauche, ich habe den Tipp gekriegt, nachdem ich KAS schon gestreut habe, nicht nur einmal KAS im Getratzernehmer, sondern Alzonzernehmer. Alzon Neo N heißt das Zeug, 46, also 46% Stickstoff. Und ja, das ist der. Der ist so gelblich, ist im Endeffekt von der Körnung exakt gleich wie der KAS. Bloß der Unterschied ist, das ist ein stabilisierter Dünger. Denn wenn ich ausbringe, da kann ich ja ein bisschen mehr ausbringen von der Menge. Und der verpufft nicht einfach, sondern durch das, dass der stabilisiert ist. Der hat einen Hemmstoff drin, wirkt der langsam und ja, zielgerichtet, müsste man sagen. Und nicht, du streust ihn aus, es wäscht auch mal Regen und dann ist er gleich in den Boden eingewaschen und er läuft auf der Oberfläche weg. Sondern der zieht ihn in den Boden ein und die Wirkstoffe werden so nach und nach freigesetzt, wenn die Pflanze Bedarf hat und nimmt es dann quasi auf. So habe ich das gelesen. So soll er das auch. Falls ich was Falsches sage, an der Stelle tut mir leid. Ja, nee, wie gesagt, also so ist es normal. Ich habe mir da ausgerechnet, was ich brauche. Ja, auf dem Schmierzettel, da blickt wahrscheinlich eh kein Schwein mehr durch. Also blicke ich ja selber fast schon nicht mehr durch. Aber doch, ich habe es ausgerechnet. Ich bin da unten mit meiner Bedarfsmenge, die wo ich habe im Getrag. Weil der soll, also das bisschen da, das sind 470 Kilo oder 450 quasi, ohne die Paletten. Das kommt nein, mein Getrag rein. Und ich habe das jetzt da alles so ein wenig ausgerechnet. Also das da oben ist der KAS gewesen, den wo ich dann noch im Grünland brauche. Und ja, den Preis habe ich mit ausgerechnet. Genau, und unten habe ich mein berechneter Menge, also 46% N. Brauche ich 434 Kilo. Ja, ist ein bisschen mehr. Ist jetzt auch nicht dramatisch, das was ich jetzt ein wenig mehr habe. In dem Fall kommt da unten mit aufs Aggegli groß drauf, weil dann ist auch mit weg. Da nutzt es mir auch. Und das, was ich quasi da unten vorkoche, dann abziehen, brauche ich beim KAS dann schon nicht mehr. Brauche ich beim KAS ein wenig weniger. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Ja, und ich habe gesagt, den Düngerstreuer habe ich wieder hergerichtet. Den habt ihr ja soweit noch nicht gesehen. Deswegen zeige ich ihn euch einmal. Er ist natürlich jetzt schon wieder ein wenig dreckig und hat schon Abnutzungsspuren, weil der war ja schon im Einsatz. So schaut er aus. Hinten Routina, der Schriftzug. Die Streuschaufeln wieder in Originalfarb lackiert, in Rot. Das Getriebe ist überholt, also quasi die Wellen abgedicht. Neuer Wellendichtring rein, oder Simmering. Und neuer Lacher hat es auch gekriegt. Frisch mit Fließfett gefüllt. Ja, Digi, du hilfst. Ihr seht, es ist ein neuer Gelenkwellen drauf. Die Alda, die hat ja kein Schutzrohr mehr gehabt. Und die Alda, das war einer, die war unten auf die Wellen aufgesteckt und mit einem Bolzen gesichert. Die neue, das ist der Alda Zapfwellenstummel, die Zapfwellenverlängerung von meinem K15. Der war schon ewig rumgelegen.
Den habe ich rumliegen gehabt und habe gedacht, na, das wird sich anbieten, dann kommt er nämlich da drauf. Ja, und da habe ich nachher, wie gesagt, neue Gelenkwellen, dass das auch passt. Ich habe mir da unten nochmal beschriftet die Streuschaufelstellungen, 4, 3, dann kommt da noch einer, die 2 und da ist die 1. Stellung 1, dann wirft er am weitesten, dann habe ich 9 Meter Wurfweite bei KAS. Ich habe das letzte Mal, wie ich gestreut habe, wie sich erinnern kann, alles ausgerechnet. Habe mit der Stellung, wo er drauf war, ausgemittelt, dass es 7 Meter sind, wo er schmeißt. Und habe mir die 7 Meter gerechnet. Das heißt, ich habe jetzt natürlich, nachdem ich neue Anleitungen und alles habe, in diesem Sinne nochmal vielen Dank an die Firma Nabe in Bad Bergen. Ja, ich habe Anleitungen gekriegt. Und ja, da steht ja quasi drin, dass Schiebestellung 1 auf 9 Meter Wurfweite ist. Hätte mich auch gewundert, wenn der das nicht kann. Und jetzt habe ich alles noch einmal neu errechnet. Quasi die Geschwindigkeit bleibt ja gleich, da hat sich ja nichts geändert. Ich fahre in meinem Gong 9,9 km/h. Aber natürlich die Wurfweite, sprich ich bin mit einem Hektar schneller fertig. Heißt, ich muss die Schiebe anders öffnen und wieder schließen, wenn ich ermitteln will, die Ausbringmenge. Alles gemacht, wie gehabt. Dazu nimmst du die Streuschaufeln runter. Stellst dich auf einen sauberen Hufplatz da. Naja, sauber. Ich habe schon den Rodlodentrick mit rausgefahren. Kriege ich dann garantiert wieder Eiche. Na, und dann schaltest du noch ein auf deine Drehzahl und machst die Schiebe für die Zeit auf. Ich meine, Nachteil ist halt bei dem, es ist keine moderne Streue, wo du den Teller unten einfach rausbaust und hergehst und quasi in einen Arm auffängst, sondern der schmeißt das halt dann so ein wenig durch, so in einem kleinen Radius. Ohne Streuschaufel natürlich kann er 9 Meter, aber du hast halt dann so ein wenig verteilt. Das musst du da zusammenfegen, ja, musst das wiegen und dann siehst du, was du hast. Ferming. Das kannst du dann ausrechnen. Meinetwegen auf ein 50. Hektar, wenn du da rechnest. Dann rechnest du das aus, was es aufs Hektar ist. Und ja, dann war es da, okay, muss ich mehr aufmachen, muss ich weiter die Schiebe zumachen. Je nachdem. Und dann passt es. Genau, das habe ich gemacht. Eingestellt ist er jetzt auf 210 Kilo. Das passt tatsächlich auch mit der Listen überein, weil ich geschaut habe. In der Anleitung steht drin, bei ja, 10 Stundenkilometer, ich habe jetzt einmal aufgerundet, bei 10 Stundenkilometer sind es 210 Kilo Dünger, wo ich ausbringe. Wenn ich noch auf 540 Touren auf Stellung 1 laufen lasse und die Schiebe auf Stellung, Schiebestellung 3,5 mache. Schiebestellung da vorne. Und von der anderen Seite geht es vielleicht ein wenig besser, dann sehe ich da mehr. Genau. Wir haben dort quasi Stellung 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. Das sind die Stellungen. Und in der Anleitung steht drin, KAS bringst du dann nochmal auf Stellung 3,5 aus. Das wäre, wo er jetzt steckt. Und das habe ich probiert. Passt sehr gut, sind die 210 Kilo. Also habe ich die Stellung behalten. Das passt mit dem, was ich so in etwa möchte. Ja, ist wieder ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen passt es. Tiger hat seinen Freund gefunden. Da läuft der Rude Korde bei uns da rum. Der gehört gar nicht zu uns. Die zwei verstehen sich immer ganz gut. Der ist jetzt gerade nur unterhalb von Stottel. Naja, genau, wir bringen ihn jetzt aus. Ich mache jetzt aber noch mal eine Überprüfung, weil gestern hat sich mein Oberlenker dann gelöst, wie ich heimgefahren bin. Dann war der Streuer dann leer. Weil ich jetzt einmal noch mal gucken, dass er wirklich parallel steht. Dass er gleichmäßig schmeißt, weil nicht, dass er hinten zu hoch oder hinten zu tief ist. Ja, was da oder dran gemacht worden ist. Ihr könnt euch erinnern, vorher war da ein Sock. Den habe ich weggeschnitten. Ich habe mir wieder ein Blech gebaut. Das ist quasi das Prallblech, dass der Dünger nicht vorne Richtung Bulldog fliegt. Soll es ein wenig verhindern. Funktioniert natürlich nicht perfekt. Ihr seht schon da, das ist Düngerstaub. Da gehört der Bulldog richtig gründlich sauber gemacht an. Weil das Zeug, das ist korrosiv wie Sau. Das frisst mir sonst meinen Bulldog zusammen, den ganzen Lack. Und das wäre sehr, sehr schade drum. Das möchte ich nicht. Also wie gesagt, der gehört wieder gut gereinigt. Man, solange keine Kratzer drin sind, wo es bis aufs Blech geht, mag es gerade noch gehen, aber wehe, du hast da mal irgendwo einen Punkt, wie du unten.
Da arbeitest du dann und dann schaut es nämlich ganz schnell schlimm aus. Ja, und die blanken Schrauben, die du da siehst, das ist alles Edelstahl, V2A. Ob es was taugt oder nicht, weiß ich nicht, muss man sehen. Weil für Zinkdachschrauben, die haben nicht lang gehalten. Drüber lackieren über aller Schrauben wollte ich nicht. Dann habe ich gedacht, nimmst du einmal Edelstahl. Ob es was bringt oder nicht, wie gesagt, muss ich sehen. Sehe ich noch einen Einsatz, sehe ich, wenn er dann sauber gemacht ist. Ob sie das Gammeln anfangen. Ich verspreche mir davor, die halten vielleicht ein bisschen länger. Aber man wird sehen. Jetzt legen wir los. Leute, ja, mit Streuer bin ich durch. Ich habe das jetzt da außen leider nicht mehr gefilmt, weil
Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es hat sich gewaltig zugezogen. Und die ersten Nieseltropfen kommen runter. Ja, ich wollte fertig werden. Ich habe es ein wenig eilig gehabt. Gestreut ist. Hat soweit astrein funktioniert. Ihr seht den Dünger da liegen. Schön fein verteilt. Das sollte passen. Ausbringmenge passt da. Also der Streuer war nicht ganz voll wäre, wenn er wirklich bis zum Rand und dann noch ein kleines Trümmler oben drauf. So kann ich aber nicht auf der Straße fahren, das ist mir zu riskant. Und so macht es auch keinen Sinn, weil dann fällt er ja alles runter. Sprich, der war nicht ganz mit 300 Kilo voll, sondern, ja, sagen wir 280 vielleicht. Ja, wenn es hinkommt. Ausbringmenge soll er passen. Ich habe noch ein wenig weniger als ein Viertelstreuer übrig. Ich habe mir ja da die Markierungen wieder neu gemacht, wie es original war. Dreiviertel, halb, Viertel. Gehe ich davon aus, Viertel voll, wären 75 Kilo. Sagen wir haben jetzt da, selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt da die, ja, sagen wir 280 Kilo waren drin. Jetzt sind wir unter Viertel, knapp unter Viertel, wenn jetzt vielleicht noch so mal 60 Kilo oder sowas sah. Ja, 60, 65 Kilo, also das passt. Die errechnete Ausbringmenge komme ich da noch, 280 minus, sagen wir mal 60, dann bist du bei 220. Also, ja, ist ein Mühe mehr. Ich bin vielleicht außen, weil ich die Vorgewinde noch gefahren bin, habe ich vielleicht jetzt ein Mühe mehr gebraucht am Vorgewinde, aber ich meine, die muss da ja mitmachen. Ich kann ja nicht sagen, ich bin bloß das Feld. Und die Vorgewinde aus, ach, das ist mir wurscht, die lasse ich dann einfach. Ne, die muss da auch. Natürlich mit Grenzstreueinrichtung, das heißt, den Streuer so gestellt, dass nichts zu den Nachbarn übergeht. Weil, wie gesagt, wir haben da einen Biobauern und ich glaube, oben ist ein Biobauer. Das da drüben, das ist 2 plus Wiesen und das ist mein Wald. Aber ich will ja das nicht düngen, ich will ja das Feld düngen und nicht bei den Nachbarn. Erstens haben wir. Mache ich mich da mit eventuell strafbar. Zweitens einmal kriege ich vor denen einen auf den Deckel, wenn ich bei ihnen ins Getra an Dünger reinschmeiße oder. Oh, schau doch mal an Fasan. Ein Fasanenhorn. So was. Ein Horst habe ich auch gerade aufgeschreckt. Ja, wie gesagt, ich mache mich ja erstens einmal strafbar. Zweitens hauen wir die an auf den Deckel, weil die haben einen Haufen Vorschriften erfüllen müssen, dass er überhaupt den Bio-Status kriegt. Und der dritte Punkt natürlich, ich kaufe ja nicht meinen Dünger, um bei anderen dann zu düngen. Das wäre ja, also da wäre ich ja selten dämlich. Da kommt er. Okay. Ja, da sollen sie nur mal sagen, Haus auf dem Land gibt es kein Leben. Läuft doch was an. Einfach so, am helllichten doch, obwohl der Bulldog da steht, obwohl da oben die Auto fahren, läuft er einfach da quer rüber. Ja, gibt's. Nee, also wie gesagt, ich wäre ja hirnrissig, wenn ich bei jemand anderen dann Streuer tät, wo ich gar nicht Streuer will, sondern ich möchte ja Maiflächenstreuer. Der Dünger kostet einen Haufen Geld und dann schaut man natürlich auch, dass man Seizeug selber düngt. Das habe ich jetzt gemacht. Und schau, läuft wieder das Öl raus. Naja. Ah, das war nicht. Und dann passt es. Genau. Ja, jetzt müsste ich eigentlich auch mal meinen Bulldog tanken. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob ich das Risiko eingehe an die Tankstelle vor. Ich habe da haben den Radlader mit dem Dünger vorsichtshalber schon in die Hallen rein, weil ich gedacht habe, naja, man weiß ja nicht. Es könnte ja unter Umständen, so ganz sicher kommen wir ja nie sein. Deswegen habe ich ihn auch untergestellt. Wenn ich jetzt über die Tankstelle fahre, schaffe ich das? Oder rennt es dann schon? Hm. Schlimmstenfalls ist der Bulldog, der Düngerstreuer und alles dann gewaschen. Das wäre natürlich nicht toll. Naja, vielleicht geht das Risiko noch ein. Wir können es eigentlich auch mal spielen. Es hat zwar haben wir gerade ein paar Nieseltröpfler gegeben, aber so haben wir so. Halten. Weil dann wäre gleich gedankt, dann ist das auch gemacht.
Streue ist eh, ja, es ist nicht mehr viel drin. Das macht nichts, wenn ich das jetzt mit rumfahre. Halb so wild. Da muss ich ein wenig aufpassen. Wenn voll ist, dann wandert er recht. Dass er mir nicht immer mal in Kontakt mit dem Kotflügel kommt. Ja, ihr seht da jetzt natürlich ein bisschen Fett. Wo kommt das jetzt her? Ein guter Floh. Ah ja, das Fett. Einmal von meiner Zapfeln. Dann von da oben, wo die Scheiben draufsteckt, das ist alles Fett. Das ganze Fett, das wird jetzt warm durch die Bewegung. Dann kommt es natürlich überall raus. Also keine Angst, das ist kein Öl von da. Das ist wirklich das Fettzeug, das was ich überall drauf geschmiert habe zum Schutz. Ich habe auch unter anderem unter die Streuschaufel noch Fett drunter. Ja, wie gesagt, der gehört auf jeden Fall dann gründlich gewaschen. Da seht ihr es auch, es ist kein Öl. Das ist auch Fett. Und das schmeißt es jetzt gar raus. Ja, wie gesagt, ich habe den hergerichtet und alles, was irgendwie in Verbindung ist, wieder oben, wo der Bottich drauf ist, da ist Fett dazwischen reingekommen. Natürlich die Hebel da, alles schön mit Fett geschmiert. Die Wellen, den Rührfinger. Ringsrum aller Bleche, vor dem Blech da oder was drauf ist, das ist unten drunter mit Fett eingeschmiert, wasserfestes Fett, damit man eben, wenn dort wirklich Dünger drunter kommt, dass es geschützt ist. Ja, vielleicht habe ich es ein wenig übertrieben. Abgeschmiert ist natürlich auch, das schmeißt es jetzt auch überall ein wenig raus. Aber besser einmal zu viel Fett als einmal zu wenig, weil ich habe es das letzte Mal gesehen, wie schnell das dann geht, als was rost. Und ich möchte ein wenig länger was von dem Ding holen. Ich habe mir die Arbeit gemacht, nachher zu richten. Und dann soll er natürlich jetzt schon eine Zeit lang halten. Gut, vor mir danken. Schauen wir, dass wir heimkommen. Vielleicht schaffen wir es, den restlichen halt so unten auf dem Feldkorb auszubringen. Und ja, wenn es dann ringt, dann ist so, dann passt es auch.
bin ich wieder daheim. Den restlichen Alzon habe ich gar eingefüllt und ausgebracht am Feld unten. Habt ihr jetzt gerade noch gesehen. Ja, warum bin ich schon so weit unten? Ja, ich habe gesagt, ich habe gestern den KASK ausgebracht, den ich gehabt habe. Die Säcke waren ja die ganze Zeit da gestanden. Und jetzt habe ich sie ja gestern ausgebracht. Und was ich quasi auf der Wiesen davon und da oben nicht gebraucht habe, habe ich da unten genutzt. Im Agelgli-Gras, nicht im Getra. Deswegen war ich schon weiter unten. Ja, ausgebracht. Alzon waren 470 Kilo Nettogewicht. Also quasi nur der Dünger waren 470 Kilo, nicht mit Paletten gerechnet. Die kommen dann noch drauf, insgesamt waren es 490 Kilo. Sprich, ja, wir haben eigentlich zu viel gehabt. Ich habe errechnet gehabt, 434 Kilo hätte ich gebraucht. 470 habe ich gehabt. Und 36 Kilo mehr, muss man dann gehabt haben. Ja, und da muss man dazu sagen, das Feld unten, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen auf da beim Rechner. Also die Grundflächen, die Gesamtflächen, das passt schon alles, wenn man sich rechnet. Mit die 6, das muss ich überlegen, keine Ahnung, weiß ich nicht auswendig, 6,9. Ja, 6,9 sind es, glaube ich. Also, nee, 6,4 oder 6,5 sind es rein Ackerbau und Grünland und dann kommt noch der Wald dazu auf die 7. Irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung, muss ich jetzt wieder nachgucken. Ich habe es oben stehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin da auf jeden Fall bei einem Hektar, also quasi von da bis wo halt das Getrado aufhört. Von da sieht man den Streifen eigentlich gar nicht so schön. Wenn man irgendwie den Nunde geht, dann sieht man es von unten rauf, wo es Getra ist. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass da ist ein Stück mit einem Hektar, kommt aber nicht hin, weil die ganze Fläche von unten vor der Kanten bis da rauf an die Heck, das sind 2,88. Sprich, das war gar kein Hektar, das sind vielleicht, also müsste ich jetzt Samen messen, das waren vielleicht 0,7, 0,8 Samen, die wir da haben. Und das Nunderwärts, das sind dann die restlichen 2 bis 2,1. Sprich, ich habe eigentlich zu viel Alzon gehabt. Ich hätte es theoretisch im Ibalis drin kommen, das glaube ich machen. Hätte ich es einmal rausmessen müssen, wie groß es jetzt definitiv ist. Der Vater hat gemahnt, es müsste so und so groß sein, ist es aber dann doch nicht. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch hergehen, ich könnte mal mein Laserentfernungsmessgerät nehmen. Ich habe quasi so einen Vermessungslaser, was da durchgucken kannst. Müsste ich halt da mal die Punkte da oder ausmessen und genau die Flächen errechnen. Ist auf jeden Fall weniger, kommt nicht ganz hin, weil das Getrag geht eigentlich, wenn man es genau nimmt. Da unten hat er nämlich bloß zugeputzt gehabt, was halt noch im Ding drin war. Da hat er aber schon das Kliegras mit rein. Eigentlich geht es bloß bis daher. Die Reihe da hüben, da ist schon Kliegras dabei. Das ist ja kein richtiges Getrag mehr. So, und wenn man jetzt die gedachte Linie da so durchgeht und hinter, die macht ja so einen leichten Bogen da. Dann ist das gar nicht mehr viel, was da oben steht. Und dann ist das da nun der Watz aber schon ganz schön viel. Sprich, deswegen konnte es dann auch nicht ganz passen, was ich errechnet habe. Aber das ist ja nicht schlimm, weil was ich jetzt quasi zu viel vom Alzon gehabt habe, habe ich mir jetzt auf mein Agelgli rausgefahren. Da oben ist der KAS draufgekommen. Bis, ja, ich weiß nicht, ob man da hinten den Jägerstand sieht. So quasi jetzt die gedachte Flucht, wo der Jägerstand dann von auf und der Feld ist. Da hinten war ich ja in etwa gestanden vorhin. Und ja, ich habe halt jetzt mit dem KAS noch ein wenig runtergearbeitet. Ich bin jetzt gekommen, vielleicht, wenn man jetzt den Jägerstand oder so als Punkt nimmt, auf die Feldkanten. Und dann, ja, vielleicht die Hälfte vom Feld bin ich jetzt noch runtergekommen. Also könnte es dann schon, ja, doch, müsste eigentlich gepasst haben. Wie gesagt, vom Abdreher her haben wir uns 210. Also muss es ja dann logischerweise gepasst haben. Und ich meine, ich konnte schlecht schummeln. Gut, wäre ich natürlich einmal mit dem Gas nicht gescheit. Ich hätte vielleicht mit Handgas arbeiten müssen, aber da, wo es halt uneben ist, da springst du dann ein wenig, dann kommst du mal vom Gas weg. Du kannst dann sagen, dass er mal ein wenig weniger ist, dass er nicht so weit geschmissen hat. Oder ja, die Vorgewinde bin ich wie gesagt auch ein wenig vorsichtig. Da halte ich lieber ein bisschen mehr Abstand, als dass ich es über die Flächen rausschmeiße. Das will ich ja auch nicht. Und ja, so wie es ist,
Wie gesagt, was ich jetzt dann als Sohn aufs Glied rausgefahren habe, brauche ich dann schon ein KAS nicht mehr. Weil ich meine, der Dünger ist deswegen ja nicht verloren. Ich hätte ihn jetzt freilich irgendwo aufheben können, aber wozu? Das haben wir jetzt da auf dem Gliegras. Das heißt, ich muss jetzt dann bloß noch das. Naja, unten sind es jetzt vielleicht noch dreimal mit dem Streuer hier und her. Sagen wir mal 27 bis 30 Meter raufwärts etwa. Ja, könnten drei Bahnen sein, wo wir fehlen. Die brauche ich jetzt noch KAS. Die Wiesen da unten, die braucht noch. Und da, wo die Koppel jetzt aktuell ist, da muss da noch. Und die Wiesen unten am Bahndamm quasi, von da aus gesehen, so die Richtung. Die braucht natürlich auch noch. Also von daher muss ich sowieso noch ein bisschen was holen. Ist nicht schlimm. Ja, brauchen wir jetzt natürlich dementsprechend weniger. Das heißt, ich werde mir das jetzt dann doch einmal rausmessen, wie groß die Fläche da unten noch ist, was ich jetzt da noch zu düngen habe. Und war anhand von dieser Berechnung den KAS holen, dass es dann in der Theorie exakt aufgehen müsste. Wenn doch was übrig bleibt, naja gut, kommt dann auch die Erbsen oder so. Keine Ahnung. Nee, also, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist das Getrage düngt. Das war das Ziel. Da ist jetzt der Dünger drin. Das kann jetzt dann schön wachsen. Ist auch gut so. Gestriegelt worden ist auch zweimal. Man beachte bitte nicht die Spuren, die man jetzt da sieht, die da sind teilweise dann noch vom Striegeln mit. Also nicht denken, ich bin jetzt da mit dem Streuer da und ein wenig da und ein wenig hier und ein wenig her und ein wenig zack. Nee, das ist teilweise auch noch vom Striegeln. Genau. Jo, so schaut es auf jeden Fall aus. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Seit gestern dürfen unsere Gänse und die Hühner wieder raus. Schön. Acker und Gunnar sind draußen. Meine Hühner laufen irgendwo oben durch den Garten, weil ich habe ihnen gleich ganz offen gelassen. Hühner sind aus. Und dann passt es. Ich habe mir gedacht, das bietet sich ja irgendwie an. Ist auch nicht so schlecht, sollen sie auch den ganzen aus. Das Wetter passt. Naja. So ist es auf jeden Fall. Gut, ja, den Düngerstreuer hängt ja noch vom Kram mit dran. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Wasche ich noch gleich? Mache ich noch gleich richtig sauber? Macht aber eigentlich nicht viel Sinn. Noch ist er nicht nass. Solange keine Feuchtigkeit nachkommt, kann nichts gammeln. Eigentlich. Wenn ich noch jetzt wasche, dann muss ich noch einölen. Wenn ich aber noch mal KAS ausbringen will, irgendwie suboptimal. Ich glaube, ich werde ihn jetzt einfach mal so stehen lassen. Dann werde ich demnächst einmal ein KAS holen. Heute wird es nichts mehr, ist schon zu spät. Morgen ist ja Feiertag, also sprich irgendwann nächste Woche, dass ich einmal rüberfahre. Dann werde ich noch einmal holen. Und ja, den gut ausbringen und dann kann ich das Ding richtig sauber machen. Dann war er einmal eingeölt. Dann war da der Rührfingen rumrunde gemacht. Könnte ich euch auch noch zeigen, weil jetzt ist er leer. Das sieht man es dann schön. Also der ist ja innen komplett rauslackiert worden. Ja, unten ist er natürlich wieder blank, das ist ganz klar. Weil wenn du in eine Kurve fährst und machst den Schieber zu, dann schleift es natürlich. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Und ja, dann schaut es halt so aus, wie es jetzt ausschaut. Der Rührfinger ist neu. Ihr seht hinten auf der Rückseite oder die Schrauben. Der alte habe ich nicht mehr gehabt, der war einfach glatt. Die war abgebrochen. Den werde ich auf jeden Fall einmal rausmachen, aufschrauben, rausmachen, die Wellen sauber machen, wieder einfetten und den Rührfinger wieder drauf. Das Ganze eben, dass es alles schön leichtgängig bleibt, weil wenn du unten ans Getriebe willst, dann musst du den Rührfinger rausmachen und wenn der festgegammelt ist, kriegst du den nicht mehr weg. Deswegen, ja, lieber Arm und mehr sauber gemacht und abgefett als zu wegen. Deswegen klebt da auch der Dünger, deswegen habt ihr da ein wenig Dünger, Fett kleben, deswegen habt ihr auf der Scheibe da unten ein wenig Fett. Ich hab's da ein wenig übertrieben vielleicht. Überall das Wasserfester, das ist so weißes Fett. Speziell wasserfest, das haben sie beim Smart gehabt, was sie da Teile gemacht haben irgendwie. Und dann habe ich speziell das genommen, weil ich gedacht habe, naja, wenn man schon dabei ist, wenn man dann einen aufläuft, vielleicht hält es ja ein bisschen. Und ja, bislang, wie gesagt, ist nicht schlecht. Farb geht natürlich überall ein wenig ab, das ist logisch.
Also da unten ist er wieder blank. Das lässt sich nicht vermeiden. Mann, es wird damit gearbeitet. Da fliegt die Farbe dann ganz schnell davor. Die wird auch eh nicht ewig halten, das ist ganz klar. Was erwartet man, wie gesagt? Das ist ein Arbeitsgerät und kein Museumsstück. Mann, klar, wenn man das so gesehen hat, ist er eigentlich zu schade zum Erben. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, zum Erben ist er gedacht. Dafür habe ich mir dann wieder hergerichtet. Das macht er, das funktioniert auch und so soll es bleiben. Gut, zwei wenig zusammenrahmen und dann werde ich mal einen Sprit holen. So, meine lieben Freunde, ja, damit geht es dem Ende nahe. Ja, das Düngerstreuer ist soweit abgeschlossen, hat vorhin wunderbar gepasst. Ich habe den Bulldog dann aufgerammt gehabt, das habt ihr ja noch gesehen. Ich habe den Radlader aufgerammt, das Big Bag aufgerammt und wie ich die Paletten eingestellt habe, ist es schon nass geworden von oben. Also die Paletten, wo der Big Bag drauf war, habe ich wieder weggerammt. Das ist einer von uns gewesen. Und ja, hat das Ring auch schon angefangen. Hat jetzt auch die ganze Zeit gerengt. Im Moment ist es wieder drucken für den Augenblick. Aber es ist für heute Nacht schon wieder Ring gemeldet. Das ist wohl optimal. Das ist perfekter Timing, muss man dann ehrlich sagen. Das freut mich richtig. Genau. Ja, das passt auf jeden Fall. Was ich euch vorhin eigentlich noch zeigen wollte, aber nachdem es dann nass geworden ist, habe ich es nicht mehr gemacht. Für die Netzarten habe ich auch wohl Schäkel gekauft. Ja, es sind Schäkel, das ist eine mit 80 Kilo belastbar. Ich habe noch ausprobiert, also 150 Kilo ist auch kein Problem. Ist auch möglich. Jo, das habe ich gemacht. Wie ich die Schäkel drauf gemacht habe, habe ich aber leider gesehen, dass meine Netzecken eine von den Zinken weggebrochen ist. Tja, das ist jetzt natürlich ein wenig ein Problem. Die Netzarten ist von der Firma Schönberger. Schöneberger, irgendwie so ähnlich. Das sind Zinken, die geschraubt sind, nicht wie herkömmlicher Netzadenzinken, die einfach bloß so wie Schweineschmetzler umgebogen sind und dann untereinander via Ketten verflochten. Sondern das sind welche, die kannst du mit einem Schrauben lösen, Abnehmer, und kannst es dann nochmal tauschen. Es gibt für die Arten verschiedener Zinken. Es gibt sie einfach nur als Rundstahlzinken. Es gibt sie als Zinken mit Schäler, so wie ich es jetzt habe. Es gibt sie mit runder Schäler und ein wenig gekröpft und Zeug. Also so war das zumindest einmal. Und da in unterschiedlicher Stärken für unterschiedliche Einsatzzwecke. Meiner sind 8 mm stark, alle von vorne bis hinten. Das hat es aber dann später von der Firma Crest zum Beispiel auch gegeben. Die haben dieses Patent noch einmal aufgegriffen. Auch gegeben mit ja, 10 mm starker vorne, 8 mm dazwischen und hinten sind feingrümeln, glaube ich, 7 oder 6 mm starker Zinken. Die haben das ein wenig verfeinert gehabt, das Prinzip. Ja, das war meine Hoffnung, vielleicht, dass die Firma Crest noch was hat. Da habe ich aber Nachricht gekriegt, es gibt nichts mehr. Leider. Sehr schade. Es gibt wohl noch nach wie vor Anfragen da danach. Nur es wird nichts mehr produziert. Das ist jetzt dumm. Sprich, Zinken ist jetzt nicht. Tja, was will man machen? Kann man jetzt nicht ändern. Ich kriege so auf die Schnelle keiner mehr her. Ich habe auch im Internet einmal ein wenig recherchiert. Die werden nicht mehr gebaut. Die Möglichkeit wäre, ich könnte jetzt andere Arten kaufen, die ich dann ausschlacht. Problem ist, die sind recht gesucht. Sind ja beinahe unmöglich zu kriegen. Ja, jetzt habe ich schon überlegt, naja gut, 8 mm, ne, die baust du selber. Haben wir organisieren lassen von meinem Vater an Rundstahldraht organisieren lassen, 8 mm stark. Und habe schon mal einen Versuch gemacht. Tja, der ist kläglich gescheitert. Ich krieg's einfach nicht so warm. Mit dem Brenner schon probiert. Ich habe keinen Autogenbrenner, sondern bloß so einen normalen ja, Weichlötbrenner, kannst du da sagen. Und eine Gasbottle drauf. Das habe ich probiert. Hat aber nicht funktioniert. Ich krieg's nicht so heiß, dass ich es biegen kann.
dass ich schön biegen kann. Sprich, ich habe es gebogen und ja, ein bisschen biegst noch da und ein bisschen noch da und ein wenig noch da. Und knack macht es, dann ist weggebrochen. Ja. Und dann muss man dazu sagen, ist eigentlich der Stall zu wach. Weil die Argenolzinken sind aus Federstall. Und Federstall in 8mm, Rundstall. Ich habe irgendwie noch keinen weiblichen Lieferanten dafür gefunden. Scheiße. Naja, das war die Überlegung, wie könntest du die Dinge jetzt heiß machen? Dann kam mir so eine Idee. Ich frage mal meinen Schmied. Mein Schmied, der ist Federnschmied und Hufschmied. Und der hat daheim ein kompletter Schmieden. Und ich gedacht, naja, jetzt könnte ich den auch mal anfragen. Was der sagt, ob er einen Tipp hat. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, ob ich mir selber eine Schmiede baue, also so ein Gasesse quasi. Habe mir die Dinge einmal gezeigt und mir beratschlagen, dass ich gemeint habe, das kann man schon machen. Das ist normalerweise kein Thema. Stahl ist ein bisschen wach. Muss man halt einmal sehen. Aber ich kann auch Seilschmiede benutzen. Das wollte ich natürlich nicht fragen, weil das fremde Werkzeug ist, du bist nicht, aber ich habe gemeint, das ist kein Problem. Er baut jetzt ein Gesenk für mich, wo quasi die Zinken dann draufgelegt waren und dann presst du die Biegung umher rein, wo sie dann auf die Netzstäbe draufstecken und verschraubt werden und unten das Floch knietschen, dass es halt eine Schärlaber gibt. Oder gemeint, das ist auch kein Problem, das geht normalerweise auch. Ja, das Gesenk baut er mir. Montag oder Dienstag hat er gemeint. Habe ich gesagt, das passiert jetzt nicht, so dringend ist nicht. Habe ich gemeint, doch, Montag oder Dienstag baut er mir es. Und dann war da mal probieren, an zwei Zinken, ob es funktioniert, so wie er sich das denkt. Und wenn es geht, ich soll dann nächste Woche einfach mal anrufen. Dann soll ich einmal rüberkommen. Dann zeigt er mir, wie es funktioniert. Und dann kann ich selber mal probieren. Ich meine, ich habe unten 12 Meter Rundstall liegen. Ja, ich habe gedacht, naja, das wird schon gehen. Ist ein wenig blinde Euphorie quasi. Ich habe mir gleich einmal 12 Meter bestellt, weil wenn wir schon dabei sind, dann bauen wir richtig, weil wie viel Zinken hat es? 94, glaube ich. Und ich gedacht, schon tut es nicht. Machst du ein paar auf Reserve, hast gleich ein paar. Dass es so scheiße funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht. Da war ich nicht an Arme froh, wenn der Stall recht wach ist. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Möglichkeiten, den zu härten. Also man kann den meisten Stall ja eigentlich härten. Das heißt, wenn er die passenden Eigenschaften hat. Das kommt natürlich darauf an, das muss ich dann alles einmal zeigen oder das müssen wir dann einmal probieren. Vielleicht, dass man ihn härten tut und dann ein wenig anlassen oder was, dass er ein wenig stabiler wird, dass er als Zinken dann geeignet ist und nicht gleich bei der ersten Benutzung wieder verbiegt oder. Das wäre genauso blöd, weil ich meine, wenn ich Krusten brechen will und mache dann die neue Zinken rein und Vorarm drüber und hebe dann aus und die Zinken stehen alle so viel Bogen noch hinten, dann bringt das auch nichts, aber auch mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Schau mal was Neues für mich. Ich darf mal eine Schmiede ausprobieren, finde ich auch nicht ganz verkehrt. Ja, und dann gucken wir einfach einmal. Wenn es klappt, ist recht. Wenn es nicht klappt, okay, ja, dann was zumindest dann Versuch wert. Genau, ja, das wollte ich euch eigentlich vorhin noch zeigen. Hat aber nicht funktioniert. Ja, ich war vorhin dann auch unterwegs, aber da haben wir einen Sprit geholt von einer Maschine. Genau. Und ansonsten, so gibt es jetzt für das Video eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, wir warten jetzt einfach noch ein wenig, dass es noch ein bisschen schön ringt. Das Äpfelbeet gefräst ist natürlich immer noch nicht. Ja, die Äpfel, wenn jetzt drunter wären, wäre vielleicht nicht ganz dumm gewesen. Ich glaube, letztes Jahr war ich ein wenig Ehre dran. Morgen ist der 1. Mai, um Gottes Willen, ja, dann ist es halt so. Dann kommen wir so halt 1. Mai rein. Wird zu mir kassen. Steckst mir im April, komm ich wann ich will. Steckst mir im Mai, komm ich gleich. Schauen wir mal, ob da was dran ist. Hoffen wir einfach mal drauf, dass das Jahr genauso gut läuft wie das letzte und dass er auch so schön wachsen. Und dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe mit dem langen Warten. Aber es ist halt einfach, wenn du da arbeiten gehst und du kommst dann heim und abends ist es dann schon zu knapp vor der Zeit, bis ich die Fräse rausgeholt habe, bis ich das dann gefräst habe. Ein Stück finster draußen und das ist auch irgendwie Quatsch. Schauen wir einfach mal. Sorry. Genau.
ja, das ist der aktuelle Stand. Also wie gesagt, das muss noch gefräst werden und dann ja, könnten die Äpfel gesteckt werden. Die Sorte Äpfel habe ich ja unten. Ja, was da noch gemacht gehört, ist wie gesagt, wenn es jetzt einmal ein wenig geringt hat und da oben die Koppelgur gewachsen ist, dann können auch meine Viecher hinauf. Da kann ich die untere Koppel einmal nachsehen, kann sie auch mal abschleppen, kann meinen Kalk drauf da und könnte vielleicht auch mal ein Dünger da drauf da dann. Wird nicht schaden. Und ja, die restlichen Flächen dann einmal noch Dünger. Und, aber das kommt alles. Genau, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das war's für dieses Video. Schon wieder so lang gelabert. Jetzt wird er wieder alle denken, immer dieses Gerät, Gelaber, getan. Aber so ist es halt. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Maifeiertag noch und einen schönen Sonntag. Wir hören uns wieder kommende Woche. Schauen wir mal, vielleicht gibt es dann noch ein paar Videos vom Schmieden, keine Ahnung, möglicherweise. Könnt ihr, vielleicht filme ich da was, vielleicht auch nicht. Werden wir sehen, in diesem Sinne, eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Servus.